Zurück von Artikel 5 e.V. begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen schwäbischen Mundartabend. Ich habe mich schon seit Monaten, muss ich sagen, auf diesen Abend gefreut, weil die, wo beim letzten Mal hier dabei waren, die wissen, es war ein riesiges Erlebnis und es war natürlich nicht mehr auszuhalten bis zum heutigen Tag. Und ich freue mich also granatemäßig, dass der Saal so protokoll ist. Wir haben ja heute zwei große Termine. Der eine Termin, der heutige Abend, einer der Höhepunkte im Kulturleben von Esslingen. Und dann der zweite große Termin, heute vor 100 Jahren wurde drüber in Bad Cannstatt Hans Bayer geboren, den wir dann später als Thaddäus Troll kennengelernt haben, der mit dem Namen Bad Well berühmt wurde. Ich habe das große Glück gehabt, diesen hervorragenden Schwaben und Schriftsteller und Journalisten noch persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe auch mal das große Glück gehabt, mit ihm auf gut Schwäbisch gesagt, eine Nacht durchsaufen zu dürfen. Thaddäus Troll war also ein richtiger Genussmensch. Der hätte also auf jeden Fall heute Abend eine riesige Freude gehabt an dieser Veranstaltung. Und er hat auch den Wein neu gemägen und Trollinger war natürlich einer seiner Lieblingsweine. Und wo ich ihn damals getroffen habe, hat er zu mir gesagt, er wäre tot traurig. Weil er hat kurze Zeit vorher erfahren, er war auserwählt worden, einen Mundartpreis zu bekommen. Und zwar dieser Mundartpreis wurde von der Weingärtnergenossenschaft vergeben. Und dieser Preis, das waren mehrere Kisten hochqualitativen württembergischen Weines. Aber es hat dann natürlich Thaddäus Troll einen riesen Fehler gemacht. Er hat in seine Lesungen über das Logo der Weingärtnergenossenschaft hergezogen. Sie kennen ja den Weintrinker. Und er hat immer gesagt, der sieht aus wie der Heipfler. Die Alte von uns wissen vielleicht noch, was der Heipfler war. Das waren die, wo eben die Rente gezogen sind und die Heipfel, also die Decken, wo auf den Kopfkissen gelegen sind, geheiligt haben. Und da waren die natürlich so stinksauer. Und dann haben die gesagt, nee, wenn der unser Logo so beleidigt, dann kriegt er den Preis von uns nicht. Leider kann er natürlich heute Abend nicht hier sein, weil er ist schon 1980 verstorben. Aber vielleicht guckt uns von oben her zu. Und ich glaube, dann hat er richtige Freude an uns. Ich freue mich ganz herzlich, dass der Herr Enderle wieder zugesagt hat zum heutigen Abend und seine schwäbische Prosa uns überbringen wird, heute jetzt auch schwerpunktmäßig um das, was der Schwab gern macht, um Salatsprache und um Sörtele dazu. Aber es wird natürlich garniert mit etwas Musik. Da bedanke ich mich beim Herbert Häfele, dass er sich bereit erklärt hat, hier mitzumachen und natürlich ganz besonders heute als Neuling in diesem Kreis, aber nicht Neuling hier in dem Saal. Er war ja früher mal schon bei einer Veranstaltung von der Tunnelblick dabei mit dem Gunter Haug, wo es um die Zimmersche Chronik ging. Und zwar der Thomas Felder, in meinen Augen einer der besten Liedermacher. Da sagt auch der Bob Dylan von der Alp. Ich würde es da bestätigen, dass das wirklich so ist. Und Thomas, ich hoffe, du bringst heute Abend das Lied auch von Butzlomber, weil ich muss hier sagen, das ist eins von meinen besten Liedern und ich habe das schon x-mal mir beim SWR gewünscht. Nur, ich hätte es noch nie gebracht. Dann anders du wahrscheinlich was gegen mich hin. Aber deswegen hoffe ich, dass er Thomas das heute Abend des Abends bringt. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn Sie hinterher vielleicht Schmerz im Bauch kennen vom vielen Lachen, wir kennen nichts davor, ich habe Sie gewarnt. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit heimzugehen. Sonst, wie gesagt, wir übernehmen keine Haftung für irgendwelche Folgeschäden. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß. Thank you.
spielt am Häferle ohne Budget. Für uns zum Tunnelblick, bei den Egalen Strick, bei den Egalen Strick, oh, ist er schön. Hab was gemacht, sagt Schengerle zum Uli-Scheiferle. Missel am Häferle, das Idee. Vor uns zum Tunnel liegt, bei den Galgen strickt, bei den Galgen strickt, heisa Juwel. Freilich sagt Häferle, recht Gott und Scheiferle, schick nur der Änderle ins Variete. Von uns wird all das Schnee, gut, gut im Tunnel liegt, gut, gut im Tunnel liegt, das fällt nicht schön. Dank unserem Scheifele steht jetzt der Änderle, samt eurem Häferle. So zwei Vers, wer hätt zu denen drei, oi, ohne Lied. In dem ihr stellte Stück für unseren Tunnelblick, für unseren Tunnelblick als der wäre Glück, ja. Sie ist aber Geigestrick. Sie ist aber Geigestrick. Das weiß man eh. Für unser Tunnelblick geht das der letzte Kick. Geht das der letzte Kick, weil der singt schön. Besetzung heute uraufgeführt. Das geht zurück auf 2000, wann war es nochmal, Volksabstimmung. Mir war es so übel nach diesem Theater, was da abging, dass ich also dringend einen Kurzurlaub brauchte. Und da klingelt das Telefon, wer am anderen Ende? Hallo, Manfred. Manfred Grohe, Luftbildfotograf, fragt mich, ob ich mitfliegen will in seiner Cessna. Wir sind abgehoben und haben Kurzurlaub gemacht. Fahrt ins Blaue, Flug ins Blaue. Als der Tank sich dem Ende zuneigte, landeten wir auf einem Sportflugplatz. War sehr spannend. Es war Sodom. Wir dachten erst, oje, wir sind in der Hölle. Drüben war zudem noch so eine kleine Talsenke, eine sumpfige, und da lag noch ein anderes Städtchen, das hieß Gomorra. Aber die Kirchenglocken haben geläutet, es waren fromme Pietisten, Katholiken,
Protestanten, Methodisten, alles war versammelt, Pietisten. Und man sprach Schwäbisch. Wohl verarscht den nicht rundum, oder jeder über 30 auf der Bugelschau im Grund. So dumm, so dumm, in Sodom und in Gomorra sind wir froh. Ja, in Sodom und Gomorra sind wir froh. Wenn die von Sodom einmal auf Gomorra kämen, wie jetzt lauert ihre Viertelstunde. Aber dieser Bach kommt noch weiter will, als Spaziergänger, der ist wert zum Sohn. So dumm, wenn Sodom und Gomorra sind wir noch froh. Seid der König von Gomorra, wir graben jetzt der Tunnel. Der Eisenbahn auf Sodom brach mit 10 Minuten, der ist halt schnell. Über Lichtauge aus Glas. Da bettelt die Gedeck auf einmal mit Dreck zu und erwachs mal wieder das schönes Gras. Freit sich der Buhr über Lichtauge aufs Glas. Dann bettelt den Decker mal mit Dreck zu und erwachs da wieder das schönes Gras. Unser Bächle kommt in ein Rohr rein. Die alte Weide platz vor oben. Zwischen den Städten muss auch kein Moor sein. Wir bocken bald ab, wir sind doch nicht dumm. Zweifelt nur an der Notwendigkeit, an der Genialität von dem Projekt, am Nutzen von der Hochgeschwindigkeit und dem Bio-Öko-Aspekt. So dumm, so dumm, so dumm, wenn wir jetzt unserem König nicht vertrauen, wenn wir gestraft uns natürlich schwer. Wenn wir jetzt das Tunnel nicht bauen, wer war abhängt vom Fernverkehr. Der hohe Priester spricht, es ruht ein Segen. Ein Segen vom lieben Gott über den Tunnel. Und wer dagegen spricht, der schürt den Staatsbankrott. Wer's glaubt, der kriegt den Preis. Aber ich glaub allmählich, sicher granatenmäßiger so. Ja, Sie haben gemerkt,
es ist gar nicht so einfach, bei diesem Projekt, in dem wir da mittendrin stehen, sich nicht der Fäkalsprache zu bedienen. Bei so viel Scheiße, die da herunterfließt, durch die dicken Rohre, Abwasserrohre, hab gehört, die seien 6 Meter im Durchmesser. Und diese Rohre, da wo die ganze Scheiße von Stuttgart durchfließt, die werden abgeschnitten, tiefer gelegt. Ein riesen Schwimmbassin. Da kann höchstens der Herr Grube noch drin schwimmen, dieser Düker, wenn der fertig wird. Und dann soll er auf der anderen Seite wieder raufgepumpt werden. Solche Techniken benutzt man normalerweise in einem Notfall, wenn in einem Einfamilienhaus das Klo tiefer liegt als die Abflussrohre. Kennen wir es, ja, das verstopft immer. Das heißt, dann wird es da hochgepumpt. Das ist eigentlich eine schlechte Notlösung, würde ich mal sagen. Und sowas auf alle Zeiten in einer Großstadt zu installieren, das ist eine Sauerei. Das muss ich schon sagen. Aber gut, wir sind heute vornehm. Wir wollen die Fäkalsprache möglichst nicht benutzen. Und um das geht es in dem Lied. Da geht es auch um ein Zahlenspiel, was uns der Dr. Rüdiger Grube auch vorgegaukelt hat, als er vor der Volksabstimmung verkündigte, der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge in der Stunde abwickeln. Der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge in der Stunde abwickeln. In Stuttgart heißt es 16 minus 8 gleich 32. 16 minus 8 ist 8. Wer hat sich das ausgedacht? Adam Riese war's der Große. Und alle haben's geglaubt, nichts anderes war erlaubt. Bloß im Ländle hört man Quatsch mit Soße. Quatsch, 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 Quatsch. Das nochmal neu. Denken wir ans Geld dabei. Blind gehorsam und sehr fleißig. Und jetzt wird neu geglaubt, nichts anderes wird erlaubt. 16 minus 8 gleich 32. Ja, 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 wunderbar. Das entfachte einen Streit. Ein ganzes Völklein war in zwei. Und man holte den großen Schlichter. Ja, was spricht der Heiner Geister? Nun, was spricht er? Ich war, ich war, ich war, ich war. Hätten wir das alles nochmal neu, nicht wahr? Und völlig frei von meiner Partei, nicht wahr? Mach ich mit diesem Zank hier Schluss, nicht wahr? 16 minus 8 ist 32 plus, plus, plus. Wir ziehen damit die Bären. Heidi, nicht wahr? Heida, nicht wahr? Ade, ihr Tunnelzwerge. Jubel, hey, so wurde auch abgestimmt. Eierkuchen, Zucker und Zimt. Verteilte die neue Regierung zur Schmierung, ja, zur Schmierung. Winfried Herrmann macht den Kompromiss. Nehmen wir den halben Beschiss. Lasst es uns mal bei Lichte rechts sehen. 16 minus 8 ist 16. Schön, 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 so schön, so schön. Die einen sagen so, die anderen so. Als Verkehrsminister bin ich froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Und schreiben kann ich irgendeinen Schluss. Zum Beispiel ist ein Bahnhof schief und klein, kann er trotzdem besser sein als ein ebener und breiter. Nur so sag ich mal als kritischer Bekleider. Niemand hat die Absicht mehr, einen Rückbau zu errichten. Mitnichten, nein, mitnichten, nein, nein, nein.
dann dich zurück. Was macht der Ministerpräsident, wenn er nicht grad schweigt oder hängt? Frag mal ihn, wes Herrenknecht er ist, wenn er Tunnelbohrmaschinen küsst. Und danach mit Lothar spät macht die Herrenknecht ins Wirtshaus gehen. Sagt er, so regier ich gern als ein Knecht der hohen Herren. Da sagt er, so regier ich gern als ein Knecht der hohen Herren. Das Untergratul weiß ich wohl um mein Geschick. So wie Jesus hab ich's nah von Hosiana nach Golgatha. Halleluja, Halleluja, Halleluja. SPD im Stellwerk der Macht wie lebende Leiche. Was denkt ihr in der Nacht? Ich ahne, was für Träume euch beschleichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen für die Nacht. Auch mal gedacht, wie Adam Riese der Große. Heute sagen wir Quatsch mit Soße. Und wir rechnen's immer wieder neu. Schaffen wir die Mafia dabei. Blind gehorsam, aber fleißig. 16 minus 8, letzte Meldung heute. 16 minus 8 gleich 31. Was? 31! Da drauf Scheibe gleich. Weiter wäre mir da was rausgerutscht. Aber Stinkefinger wird er nicht gelutscht, macht man nicht. Auch wenn's ein prima Reim wär. Hört mal her, Winnie, Winnie, hört mal her. Ich als Sänger hab euch immer unterstützt. Ja, mein Zwinglein hat euch viel genützt. Und derselbe, der für euch so cool sang, setzt auf euren Mist seinen Stuhl. Gerne hätte ich's vornehm ausgedrückt. Ich will ja nicht, dass ihr erstickt. Ich will, dass ihr aus eurem Rausch erwacht. Weil 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht. Ach, ja, na, ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also bei Felder und Häfele sind Sie natürlich kaum dazugekommen, aber so war es gemeint, dass das nicht bloß reine Dekoration ist, gell, sondern das hätte Sie ein bisschen zum Knoblen auch anregen sollen. Ich meine, wer das letzte Mal dabei war, der hat eigentlich keine so große Probleme damit, der weiß. Wir haben uns in der schwäbischen Trias haben wir uns vorgenommen, das Ganze der schwäbischen Leitkultur ein bisschen ins Auge zu fassen, gell? Und haben dabei noch ausgenobelt, ja, dass man, wenn man Leitkultur erfassen will, dass man noch, ja, die Sprache einer Region, die Küche und die Lebensart sich vornehmen muss. Und das haben wir ja mit unseren drei Triasrunden im Sinn. Eine haben wir absolviert, die Sprache. Und heute kommen wir also ans Küche und Essen und Trinken. Und ja, das muss man natürlich schon extra Runde machen, weil in der Stuge der Zeitung hat man noch gar nicht lang lesen können, Essen und Trinken sei das menschliche Bedürfnis Nummer eins. Vor der Liebe, ausdrücklich, vor der Liebe. Das will ich jetzt nicht näher, ja, sonst müsst ihr sie ja fragen, wie oft haben sie schon gegessen die Woche. Das tut man natürlich auch nicht.
gerne noch gewählt. Ja, aber wenn man weiß, statistisch, gell, der Mensch speist bei durchschnittlicher Lebenserwartung 90.000 Mal in seinem Leben, gell, verbringt 15 Jahre seiner Lebenszeit allein mit dem Vorbereiten und Einnehmen der Mahlzeiten, gell. 15 Jahre. Wenn man fürs Trinken noch 5 dazu geht, was bei manchem ja knapp bemessen wäre, da sind wir bei 20. Hätten wir jetzt für die Liebe wie beim Essen durchrechnen, na, ja, nochmal 15 dazu. Na, und wenn man da weiß, der Mensch schläft da 30 Jahre in seinem Leben. Gell? Wenn man das zusammenzählt, ist man genau bei 65. Also im Ruhestand auch geschafft. Ja, ich meine, wenn sie 63 werden, dann sowieso. Oder bei 67, dann schlafen wir halt 2 Jahre länger. Da hat sich's auch wieder gekannt. Also, jedenfalls unser Thema ist umrissen. Natürlich ist uns klar, heute, ja, und das ist ja schon erwähnt, ist ja auf der Mundart, im Mundartsektor, ja, ganz anders Hauptthema natürlich, ausgerechnet jetzt am 100. Geburtstag vom Tadeusz Doll, ja, haben wir uns da versammelt. Und dann haben wir natürlich auch nicht vergessen, was er in Deutschland, deine Schwaben, im Kapitel 15 und 16 hat er ja auch ausgesprochen, dem schwäbischen Wein und der schwäbischen Küche ein Kapitel gewidmet. Und er wird uns da auch ein paar Lichter aufsetzen heute Abend und wir kommen dann und wann sicher auch auf ihn zurück. Gell? Und kommen auch natürlich bei unserem Themenkreis durchaus auch ja, in die Spur, was er mit seinem, er hat ja ausgerechnet vom Molière, der hat ja 30 andere Stücke nicht mehr kennen, gell, aber hat natürlich der Geizige genommen, gell, dass er den als Endeklemmer bei uns so ja, in das Blickfeld rückt und da streifen wir natürlich auch diese und man hat überhaupt die Frage natürlich immer mit dem Geizig, ist das nicht ein Klischee? Ja, wir Schwaben und Geizig haben auch Gedanken gemacht und ja, so, da ist es schon rausgekommen. Also Päpst sei wird ja für normal und Schwaben auch gesagt, ganz pauschal. Was uns verzürnt, man weiß doch, Geiz hält's liberal und bundesweit. Freilich, die Gattung ist auch, das ist klar, bei uns im Ländle nicht gerade rar. Guckt man sein Volksstamm näher an, oh, stutzt man, vielleicht ist doch was dran. Wir hätten da welcher ist schlimmer, den Furz sowie den Endeklimmer. Den Geizkragen, der brosame Picker, der Klammhawk und ganz schlicht der Knicker. Der Pfennigfuchser neben dem Zwacker, der Hornabsäger, Korkenhacker, der Gnauser und der Selberpalter, der Erbsenzähler, der Gimmichspalter und so weiter und so fort. Wenn ich die Ohrnamen so sichte, die ganze Lade Schimpfschand wird, komme ich ins Grieble, vielleicht hämmer am Ende doch eine größere Dichte, ein Landsleid von der Päbensort. Ein Durchaus sei übrigens das mit dem Korkenhacker ist vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so geläufig. Also der Korken, das war einst im Altschwäbischen der Strunk vom Krautkopf. Und der Korkenhacker, das war einer, der vom Strunk noch auch noch ein Mies gemacht hat. Und das hat da, ja, zu dem, ja, auch der Korkenhacker auch geführt. Aber ja, jetzt gehen wir natürlich ja, in unser Thema näher rein. Wir haben ja das letzte Mal bei der Sprache ja feststellen müssen, die UNESCO hat ja das Schwäbische auch auf die Liste der bedrohten Sprachen gesetzt. Gell? Und da haben wir mit unserer beschränkten Reichweite ja ein bisschen was da, dass nicht so schnell abwärts geht mit der Sprache. Gell? Allerdings, man muss ja sagen, auch die bei der Küche, gell, ist man nicht mehr so sicher. Also, ja, da ja, liest man ja auch
die Erosion der schwäbischen Gastlichkeit zum Beispiel, ja, oder dass der Zwiebelroschbraten eine aussterbende Gattung sei, gell, und dass die Dorfwirtschaft da immer weniger, Mietliche immer weniger werden und fremd besetzt werden oder zum Gourmet-Lokal avancieren und so weiter. Also wir haben auch eine gewisse Bedrohung auf dem heutigen Gebiet natürlich zu verzeichnen. Und ich meine, gell, man muss ja auch sagen, wer weiß das noch, wenn ich der Heidi Bauerle ihr als Kochbuch nimmt, das ist so ein Familienkochbuch von einer Neublinger Familie, und wenn ich Ihnen da so ein schwäbisch Siebengänge mit ihr mal zusammenstelle, dann sind Sie auch bei manchen vielleicht nicht ganz sicher. Also wir müssen sagen, zuerst gibt es eine Brokkolesuppe, noch einen Sellerichsalat, noch ein bisschen Mott und noch ein Hartaisergläse und einen Hägenauflauf, gell, und ein Nonnenfürzle und sie Bebensoße dazu, gell, noch ein Spargelwieber, also ich würde nicht so geleifen. Und deswegen, also ja, auch unser Lieblings, da wird mir was da, dass sich das nicht so schnell verflüchtigt. Und ich meine das, dass sich da auf der Gastro-Szene da arg viel verändert, das ist natürlich für den schwäbischen Genießer ja nichts Neues, gell, wenn sein Lieblingswirtschäftle plötzlich unter neuer Besetzung einen völlig anderen Charakter annimmt, dann ist das natürlich für ihn eine arge Sache. Das ist im eigenen Kleinbeck passiert mit seiner Lieblingswirtschaft. Das ist der grüne Baum, gell, und das ist jetzt so ein Drei-Sterne-Lokal geworden. Und der Kleinbeck ist einer, der versorgt seinen Freundeskreis immer ein bisschen mit hochgestochenen, ein bisschen belehrenden Briefen zu Fragen, die eben gerade wichtig sind. Und jetzt muss er einem Freund, mit dem er gerne im grünen Baum eingekehrt ist, natürlich gleich die Katastrophe mitteilen, gell? Ja, und wenn er es aufschreibt, dann macht er ein bisschen Klimmzüge zur Hochsprache. Er hat aber auch jäh Rückfälle. Da kommt schon ein bisschen eine kauzige Mischung, aber man hört sich ein natürlich. Er schreibt seinem lieben Spätzle Göltenpott, du schreibst, dass ich mal schreiben soll, was ich hiermit heute tue. Ich komme jetzt endlich mal dazu, weil jetzt bin ich Pensionär und es fällt mir zeitlich gesehen nicht schwer, dass ich persönlich zu Problemen, wo mich gerade in Anspruch nehmen, zu große Fragen und zu Gläune dir sage, was ich selber meine. Jetzt trifft sich etwas besonders geschickt, indem ich etwas stark betrifft, was hier im Flecke ist passiert und wo dich ganz gewiss interessiert. So oft du da warst, sind wir ja zum Vesperen nirgends anders nah als in unserem grünen Baum. Ich muss dir sagen, aus der Traum. Man hat es wirtschaftlich über Nacht zu einem Nobelschuppen gemacht. Zu so einem Drei-Sterne-Tempel, wo man sich vorkommt wie ein Sempel. Ein Chefkoch macht mit flotter Biene im grünen Baum Nouvelle-Cousine. Sie hätten ihn ja vom Emil Gasser pachtet um ein Nasenwasser. Schon seit Februar oder März, weil der kann es nicht mehr, weg im Herz. Was die da jetzt zelebrieren zum Abfüttern von hohen Tieren, das Mini so um 100 Mark lieber, man, das ist arg. Vielleicht hätten die sich nicht einmal gefragt und so hat sie auch nicht weiter plagt, warum Hoffmanns Ernster Erwin Knie, der August Scherrible und ich, bloß noch einmal und noch nimmer im Geigeln in ihrem Nebenzimmer dienstags ab 8 gekommen sind. Da sind doch gleich drei Obergrennt und haben gemeint, das ginge nicht, dass ich den Tisch zum Kappler richte. Dann hat er bloß den Haupt vom Steck und serviert uns Tischtuch weg. Da ist ja der Schwabe Scholz, er geigelt auf dem blanken Holz. Ehrensache, und so kam es zum ersten Krach. Wir packen Karte aus und mischen
Die Ober stehen im Eck und zischeln, bevor es erst mal gäbe, ist der Drunter erst bei uns am Tisch. Ich komme die Herren aufzufordern, zuvörderst ihr Getränk zu ordnen. Ich sag, wie sonst der Kriegle weiß und fast noch zieht der Lack auf eine Grimasse, schnappt noch Luft und staubt so schwer, als wäre der Teufel hinter mir. Da müssten wir fein schon verzeihen, ob wir nicht wüssten, wo wir seien. Der japst und macht vielleicht eine Fratze, wir sind das erste Haus am Platze. Es war eh schon klar, dass ne mit des ist, da kommt der auch noch mit Französisch. Sie heben bloß grob einen großen Wein, das ist recht, sag ich, da trinken wir keinen. Ich meine, halt ohne Geduld, bringen Sie mal vier Fläschchen Sprudel. Jetzt gespielt dem auf der Stirn sei Ader, nur zu seinem Stift vier Tablewagen. Zu uns, es will ihn fast verreisen, was wünschen denn die Herren zu speisen? Der August sagt vorläufig nicht, der Ernst ich halt grad was geht's. Hätte ich den Fatz gesehen sollen, wo ich noch viel in Bollen und hinten dreimal schippen Sau im Erwin und sein Zehnerhaut. Irrlich hat sein bisschen gescheppert, daneben ist ein Gläsle gelegt. Ich war schließlich auch nichts Neues, ich war haarscharf bei 100 Euro. Und der zweite Piccolo rät dringend, dass man anderswo die Partie dort weiterführe, weil es andere Gäste sehr genieren. Lieber Hermann, jetzt kommt der Anlass meiner Klagen. Eigentlich erst recht zum Tragen. Und heraus, um was es geht, nämlich was auf der Speiskarte steht. In so einem Schlemmerrestaurant, was auffängt erst richtig an. Als der aufhört mit seinem Butler, denke ich, stell ich mal saure Kuttler. Oh, der Gag von oben her doch tatsächlich, was das wäre. Hausmannskost gäbe es hier nicht. Geweizten Lachs im Grässebett gäbe es heute als Blatt du jour. Da hört sich, das wäre nicht sein Tour. Er ist hier sonst gern wilde Flädler, der Wein auch saure Rädler, der Maultasche in der Brie, der Chefkoch sei wohl nicht von hier. Lohnt sich der Stutzer und Mille, die Herrschaften wollen sich bequemen, tunlichst der Karte zu entnehmen, dass der Patron und die Brigade schwedisch-bulgäres nachgerade in ihrem Repertoire vermeiden. Drauf ist schwäbisch-vulgär, das kann ich leiden. Und der Brigade hat der Herr, der kommt wohl aus der DDR. Und muss überhaupt eine Speiskarte geben, es wäre gut, wenn man sie hebt. Wir gaben Karten an sie aus, Echter, und glaubt sie aus dem Tischtuch raus. Das war doch, weißt ja, sie hier oben wegen Geigeln leicht verschoben. Und als ob ich am Ende doch noch was zum Vesperen finde. Klapp auf und glaub, ich tappt ein Gaul und krieg es nicht mehr zu, das Maul. Auch meine andere sind baff, was in unserem kleinen Kaff im Dorfwirtschaftlich grüner Baum geboten ist, du glaubst es kaum. Und was das kostet, ich verschweig's, aber was für Geschwolles zeigst, da Kredenz wird Busch erfahren. Ich kann's dir, Hermann, nicht versparen. Deine Leibspeise von einst sind alle weg, nicht dass du meinst. Statt einem geliebten gerauchten Bauch, Muschelspieß im Safranhaut. Statt Kinnbäckle mit Sauerkraut, Wolfsbarsch pochiert in Kräuterhaut. Es gibt auch kein gefüllte Kalbsbrust mehr, neue Krebsschwänze in Estragon-Gelee. Auch bring dich nicht mehr aus dem Häuschen dein Riebeles und Mai. Austerncreme mit Kerbelsträußchen gibt es heute im grünen Baum. Fasaneklöß an Trüffelschaum. Hermann, dafür streicht man aber Tellersulz und Eierhaber. Linse und Spätzle kriegst du nicht, aber Stopfleber mit Finneigrett. Für saure Nieren mit Rehstartoffeln bin ich noch abends in Pantoffeln einmal zum Emil nüber. Auch dieses, Hermann, ist vorüber. Dafür bietet Chefkoch Geier Kaviar an Wachteleier. Pick
Pancata von der Kälbernuss mit Trüffel Mascarponius. Ein Haufen anders, der ihr's gefräst, aber er hat kein Leberkäse. So, ich glaube, das ist nicht lange in den grünen Markt ganz schlimm gegangen. So viel Cheese und Schisselaweng, das war noch gar nie unser Ding. Außerdem kannst du nicht verzahlen, was er dort für so eine schmale Portion verlangt. Für das bisschen nicht größer als ein Muckenschissen. Nacko im Markt hätte sich da lohnen. Von jetzt ab gangen wir in Krone, wenn kommst an Ost oder so. Das heißt, einmal gangen noch. Die Volksbank hat mich unterdessen eingeladen zum Jahresessen. Das ist ja schon traditionell im grünen Baum, du weißt es, gell? Da prüf ich den Patron seine Kunst, wenn da ist es um ein sonst. Natürlich der Italiener, also das hat man auch erst neulich, wo ein Stuber wieder eine neue aufgemacht hat, lesen können. Unersättliche Lust auf den Edelitaliener. Und das ist eigentlich auch nicht so schwer zu erklären, gell? Die Ebene, auf der man sich da trifft, das ist ja die Vorliebe für Teigwaren, gell? Das ist bei uns noch natürlich auch gegeben. Da ist ja jetzt, ja, Alpgold hat eine neue Statistik rausgeben über den Nudelverbrauch in Deutschland. Die Deutschen insgesamt 7 Kilo pro Kopf, gell? Der Italiener 28 Kilo. 28 Kilo. Und jetzt passet auf, Schwaben 25 Kilo. Wir sind die Italiener ganz knapp auf die Ferse. 25 Kilo. Deswegen, ja, der Italiener, Stuge der Szene, also ein Haufen frühere Nobelrestaurant, die alte Zunft, ist zum Ristorante Trattoria Veneta, oder das Dopo Pizzeria und Osteria La Stella, Engelhard auf der Neckerstraße, Ristorante da Laura und so weiter, gell. Und ja, und ich meine, da kann man sich eher annähern, natürlich, gell, und vor allem, wenn in so einem Lokal noch die Kegelbar noch betrieben wird, gell? Dann geht der eine oder andere Kegelbruder vielleicht schon mal 2 Stunden früher, gell? Dass er beim Giuseppe Aldente noch zur Nacht ist vorher. Und da prallen natürlich schon beim Nudelbesteller, gell? Prallen da 2 Welten aufeinander. Italienische Grandezza, gell? Und schwäbische Behäbigkeit, also. Ja, also jedenfalls der Wilhelm Seibold, der ist da also auf der Tour und will noch Essen bei ihm und geht rein und sagt, hey Signore, da her, diese Presto, Dalli. Nudle, etwas Teugens hätte ich gern gehabt, ein bisschen was Besonderes, ich weiß ja, Spätzle hätte ich nicht. Buonasera, Signore, si, Signore, per favore, Cappelletti, Tagliavini, Panzotti, Farfalle, Stellini, Globetti, Cresti, Mafaldini, Bucati, Zitti, Agnolotti, zum Kegelarm, 7. Sodi. Sì, signore, va bene, vermicelli, cannelloni, tortellini e fricelli, tonnarelli, tagliatelle, mezzalune, linguine, ausvalendo e adesine. Sì, signore, d'accordo, rigatoni, carcanelli, maltagliati, titalini, risoni, lasagne, fettuccine, cavatielle, pappardelle, con zwei dono senzuele. Scusi, signore, Bertano, fiocchetti, anellini, casaraccia, bucatini, lumachecone, ruoti, festonati, spirale, trenetti, diamanti,
So langsam weiß ich jetzt also, auf wann die Zeit noch ein bisschen handschriftlich ein Dorf sagen. Und er sich noch, e caro Signore, Anelli, Gnocchi e Quattrucci, Rotelle, Sardi, Macaroni, Fusilli, Penne, Cavatapi, Lufaconi, Orecchietti. Und fährt es lang nicht in Spaghetti. 50 Euro in Nudeln, da lasst ihr euch in Arsch da. Also Spaghetti, Polonaise, da bin ich Arsch. Natürlich treffen da zwei Welten aufeinander, wenn so Spieler. Standener schwäbischer Genießer auf Missionarin, sagen wir, ja, der Bioernährung trifft in der oder der Situation. Ganz andere Welt natürlich. Kurz und gut, kleine Szene in der. In der Bar war der Anlass, das ein bisschen auszuspinnen und daraus ein bisschen was dann noch zu machen. So in der Art bearbeitet, wie das, was der Hans von Gumpenberg einst als die geschwollene deutsche Wortkuppelweiß bezeichnet hat. Also was man im Deutschen ja unheimlich weit treiben kann. Also das Wörter aneinander hängen, wird Verbindung erschaffen. Der Gumpenberg hat es damals gezeigt, an der Sommermädchen Küsse tausche Lächeln beichte. An der Murmelriesel blau der Gletscherquelle saß ich Sehnsuchtstränentröpfe Trauerbank. Trat herzu ein Augenblinzel Junggeselle in verwegenem Hüfteschwinge Schlendern. Zog mit schäker Ehrfurcht, Bittegruß, Verbeugung seinen Federbaumel Riesenkrempenhut. Gleich verspürte ich Liebeszauber, keime Neigung, war im Zitterjubel Schauder Herzensgut. Nahm er Platz mit Spitzbub, Tückekichern, schlang um mich den Eisenklammermuskelarm. Vor dem Griff, den grausig Rufe Sieges sichern, wurde mir so zappelselig siedewarm. Und er rief, mein Zuckerschnuckelputzelkindchen, welch ein Schmiegeschmatze schwelge Hochgenuss, gab mir auf mein schmachte schmolle Rosenmündchen einen Schnurrbartstachelkitzelkuss. Dadurch fuhr mich Wonne, Loder, Flackerfeuer. Ach, das war so überwinderwundervoll. Küsst ich selbst das Stachelkitzelungeheuer. Sommersonnenrausch, Verwirrungsrase, toll. Schild nicht, Hüstelkeife, Wackeltrampeltante, wenn dein Nichtchen jetzt nicht nicke, knirsche, kniet. Denn der Blauder Plätscher Quellen Unbekannte küsste wirklich Wetterbomben exquisit. Situation zwischen Ludwigsburg Favoritpark und Stuttgart Feuersee. Mit meinem 370 S-Bau Favoritenparkbillettle fahre ich ins Zwischenwald und Reben Stutengarten Städtle. Und Läume gähne, Grunze, Liegewagen keck in mein Fenster nickerles Ruhekuscheleck. Nasine durchs Blinzel, Eischlauf, Augenwimpern schlitzle, so auf des Rechts daneben fatzenleere Sitzle, sich so ein Lederrucksack, Birkenstockfigur, also eine Selbsterfahrungs-Emanze-Flachsnatur. Guck doch des Leinefaser, schonvoll Nesselvogelscheichle, hier auf mein Viertelsee. Sösles Spätzles Kugelbeichle. Mit einem Müsli Vollwert Vegetarier Öko-Tadelblick, als wäre ich an so geschwollen Platze wampendick. Ach doch, die Kreider, Haferkeim, Buchweizen, Greenkernhex, mir fast gar Maultaschen, Flädle, Suppe, Kesselfleischkomplex. Ja, guck nur, du Ladet, Nacklaber, Bohnenstange, Gestelle. Ist nur dein Rohkost,
Teil fast eine Magersucht-Tabelle und Blätter im Tee mit der Naturgetreide, Leinsame, Sesam, Biechle. Nagen dein Diätsens, Brennnessel, Sauerampfer, Hummerdichle. Los, lass mir zu Hause stufen, ohne Bibelplatz zu, mein saubere Feierabendformenade aus Ruselruhe. Was kostet sie jetzt in ihrem Reformhaus Judenstunden? Und bei Kornwestheim aus dem Packpapier die Seidelfestverpängle, mit einem mordsgeraschelt Nistert-Nastert ausgewickelt, nix als ein Schwarzbrot Vollkornscheibenpumpernickel. Und noch mit Greif, Gubelstocker, Grabsbetrieb, ein rieser Runkel, Runzel, Krumme, geschabte Gelberier, aus ihrem Ballaststoff, Vitamin, Magnesium, Sack. Und beiß mit Krache, Knalle, Schneide, Zorge, Knack. In den Karotte-Gesundheits-Bio-Aufbau-Wurzelstumpf. Verhackten mit Rabeis, Truffbeis, Gleibeis, Malwerk, Kautrium. Und grinst so ranke, schlanke Haut und Knochen sehnig. Denkt wohl, du Bauchklapper, Schmalzbrot, Himmels, Kalorierkäse. Denk wieder an einig, Auge zur Entspannungsgemütlichkeit. Sie hat im Feuerbach 2 Kilometer Sieschmelett-Tunnel. Der Rest voll blistig, hastig, Temporase schnell. Wegputzt vom gelben Riebewurzel, Hasenknaller, Stäble. Hauptbahnhof, ich glaub, ich sie nicht recht. Sie holt ein halb von Kugelkopf Kohlräble und malt mit Rabeis, Truffbeis, Gleibeis, Hochgenuss bis Feiersee. Jetzt steige ich aus und es ist Knalle, Krache, Knacke, Beise, Schluss. Spezialitäten das ökonomische aus sei, also hoher Sättigungsgrad bei relativ schmalen, preiswerten Zutaten. Nichts überkandidels, nicht so gestoches, ja, nicht. Wir wissen ja schon, wenn man ein bisschen über den Grenzfall kommt, ist es ja schon ein bisschen anders, da sind sie da schon von einem anderen Schlag. Sie haben vielleicht Beute im Regal standen, der Beute. Kulinarische Streifzüge durch Baden und kulinarische Streifzüge durch Schwaben. Und jetzt machen Sie es mal so wie bei der Bibel, man sagt ja Daimler, gell, fahren Sie mal beliebig rein, gell, wo Sie rauskommen, gell. Machen Sie bei den Baden noch den ersten Griff, dann finden Sie Froschschenkel-Tottenauer Art. Und bei uns geschmelzte Brotsuppe. Das ist ein Unterschied, gell. Zweiter Griff. Bodenseehecht nach Art des Herzogs Gunzo. Und bei uns nackte Dampfnudeln. Ganz geschwollen, beim dritten Mal Milchlammleber mit Spargelspitzen und Babylauch. Und bei uns saure Kartoffelräder. Er ruft sich ja unsere Kanzlerin immer auch, wenn es eng wird, auf die schwäbische Hausfrau, gell, ja. Weil die entsprechend Hauser und Wirtschaft gehen natürlich. Und bei den sauren Rädeln, wo wir gerade waren, das ist ja nochmal was ganz Besonderes, das habe ich auch erst so rausgekriegt. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen geläufig ist, die Montagsrädler. Die Montagsrädler, das sind ja die preiswertesten. Ja. Und das ist, dahinter verbirgt sich also das Folgende. Seit alters lernen Schwabenmädchen von der Oma, von der Tante, für saure Kartoffelrädler die preiswert Montagsvariante. Eine billige Lösung und bequemer, man lernt drei Rest vom Sonntag zähmen. Mehr braucht man dazu fast nicht da, im Rezept von früher liest sich so, das ist jetzt Originalton. Die restliche Fleischbrühe und Bratensoße vom Sonntag mischen,
einen mit Nelke und Lorbeerblatt, gespickten Zwiebel und den übrig gebliebenen Kartoffelsalat dazugeben und alles miteinander 15 Minuten köcheln mit Ressourcen lernen wir in Hochschulkursen. Den hängen wir sich anders als bei den und jenen Verschwendern quasi in den Dänen. So machen wir Supp von alle Flädler und eben unsere Montagsrädler. Mein Dreifach spart ich bei der Tour. Der Einkauf, das Geschäft und Müllabfuhr. Kapitel bei Thaddäus Troll fand er ja auch, und da geht es doch natürlich um Denkmalesätze für die Prunkstücke unseres Speiszettels. Und sein erster Satz in dem Küchekapitel heißt ja Schwäbische Küche, also 16. Kapitel, erster Satz: Beginnen wir mit den Maultaschen. Und da breitet er das aus, gell, was so mit den Maultaschen auf sich hat. Und da muss man natürlich, wenn man da hochloben will, da muss man auch zu erhabenen poetischen Formen greifen. Also ich hätte eine Ode an die Maultasche. Ja, eine Ode an die Maultasche. Da muss ich aber geschwind ein bisschen Reimlehre natürlich vorausschicken, dass ich der Ode auch folgen kann. Also, wir haben ja da in der Reimerei erstens einmal den Paarreim. A-B-B, Paarreim, ganz einfach. Wenn es also von unserer heutigen Situation oder Anlass da münzt, müsste ich sagen, ich sag beim Frühstück zu meinem Gatte, heit abends, ohne heit abend geht's, ohne Debatte, da steht's in meinem Kalenderle, zu Häfele, Felder, Enderle. Das war der Paarreim. Ein bisschen komplizierter ist mit dem Kreuzreim. Da heißt es A, B, A, B. Gell? Aber ja, da kommen wir auch noch mit. Ich sag beim Frühstück zu meinem Gatte, da steht's in meinem Kalenderle, heute Abend geht's ohne Debatte zu Häfele, Felder, Enderle. Jetzt kommt das eines der Odenmaße. Und da wird es natürlich noch deutlich komplizierter. Müsst ihr also arg aufpassen nachher bei der Ode in die Maultaschen. Da ist doch das Reimschema A, B, A, A, B. Gell? Und da wird es noch ein bisschen, reichhaltiger. Ich sag beim Frühstück zu meinem Gatte, da steht's in meinem Kalenderle, heute Abend geht's ohne Debatte, und zwar mit Anzug und Krawatte zu Häfele, Felder, Enderle. Sind sie instand gesetzt natürlich, Ode an die Maultasche entsprechend zu folgen. Oh Maultasche, wir tun uns ja sonst schwer mit Loben, weil wir ja nicht für normal, nicht für die großen Töne sind. Aber du bist eine Gabe von ganz oben. In deinem Fall sei der Lobpreis nicht verhoben. Maultasch, wir wissen, was wir an dir haben. Maultasch, mit dir als Leibspeis, wie gut stehen wir doch da. Du gibst der schwäbische Speiskarte Anseher, machst sie groß. Wir arm sind ohne die, doch andere Landsleiter. Wo kämen wir mit Weißwürst, Aalsupp und mit Grünkohl nach? Mit Saumagen und mit der Hesse ihrer grünen Soße? Maultasch, was ist das mir, wo doch sonst päb und sparsam esset? Bei dir mei hauet wie ne Gescheit, mit drei November zuget, vor lauter Gaumelust uns glatt vergesset. Und man mag's ja gar nicht wochen, auch schon mal richtig fressen. Das heißt, vier Fend von deiner Sort verdrucket. Maultasch, du lässt die schwäbisch Hausfrau nicht verzagen.
auch wenn du nur so runzlig aussiehst, fahl und bleich. Mit ihrem Repertoire hat sie keinen Grund zum Klagen. Du bist ein Glücksfall für sie, man kann es nicht oft nur sagen. Mit dir ist kocht für 3 Tage auf einen Sport. Sonst hätte man so ein Einerlei als Heutler Esser nie verziehen. Aber deine Vielfalt ist es, wo ihn tröstet. Gegen die, da wird sich auch der ärgste Schläger nie. Neu. Er packte 3-mal hintereinander, zuerst in der Brie, noch abgeschmetzt mit Zwiebel und zum Schluss noch geröstet. Oh Gott, ringsrum kann man mit ihr brillieren, der eigene Sippschaft wie die hohe Gäste. Am Hellen werde ich Gras, so wie bei Fest und Feier. Dabei kommst, wenn weil die mit all den Wegen Spinat und Brot rest. Dazu noch ein preiswert viele lässt, so hätt's mir schwaben gern, noch nicht einmal dir. Maultasch, wir sind auch brav und fromm und nicht so keck, dass wir uns leiblich am Karfreitag labet, mit Fleisch und Schinken, Wurst und Speck. Aber da hilfst du uns nobel drüber weg, indem wir etwas brät und Katz in dir vergraben. Maultasch, liegt's in die Schwaben gehen, weil der höhere Wille schon bei deinem Namen schnallt, so mit der Zunge. Es muss beides sein, dein Inneres und deine Hülle. Die Symbiose, der Akkord aus Deug und Fülle. Du bist unser Leibspeis, bleibst unser Grundnahrung. Was wäre Maultasche ohne einen rechten Kartoffelsalat? Natürlich meine ich der Schwäbische, also man kriegt ja überall einen Kartoffelsalat. Man hat auch mal gerne Urlaub an der Ostsee oder so. Ja, schön, doch, gell. Aber der Kartoffelsalat. Mayonnaise rumschwimmt. Weil wenn es bloß nicht das, was wir sagen. Da tut ja das Ernährungszentrum Ludwigsburg jetzt einiges, dass der schwäbische Kartoffelsalat nicht vergessen wird von den jungen Leuten und so, gell? Die schreiben jetzt immer übrigens gut frequentierte Kurse aus, immer unter der Überschrift: Kartoffelsalat muss schwätzen. Und mir ist es gleich natürlich, was da geht. Also, ja, dass er auch die richtige Konsistenz hat, gell? Ja, und beim Kartoffelsalat, da geht ja die Legende, die wird hauptsächlich von schwäbischen Junggesellen weitergetragen. Wenn sie alle schockiert, natürlich immer wieder. So gut wie der Mama ihr Kartoffelsalat. So gut wie der Mama ihr Kartoffelsalat. So gut wäre er halt nirgends. Der heißt auch noch, weil wir Junggesellen, das ist der Traugott-Single. Der Traugott-Single, der hat sich zu einer Hymne. Jetzt sind wir die Ode schon weg, jetzt kommt die Hymne an der Kartoffelsalat. Da hat er sich hinreißen lassen, gell? Und die Hymne, die Gott noch so, nicht Ochsenschwänz und Schweinerüssel sind mir das Höchste in der Schüssel. Ich träum von morgens früh bis spät von meiner Mama ihrem Kartoffelsalat. Ich habe ihn hier und dort probiert, man hat ihn warm und kalt serviert, doch nirgends war er akkurat, so wie meiner Mama ihr Kartoffelsalat. Bei dem meisten kriegst du einen Stampf, den ich mit Abscheu nuntermampf. Keiner, wo schlunzig ist im rechten Grad, so wie der Mama ihr Kartoffelsalat. Mal war er zu trocken und mal schwimmt er in der Brie, bloß so wie es recht ist, war er nie. Einmal sauer, einmal zu fad, nie so wie der Mama ihr Kartoffelsalat. Schwer schlägt mir's auf mein Schwabengemüt, wenn man nicht jedes Rädle sieht. Es ist für jede Grumpier schad, außer sie landet in der Mama ihrem Kartoffelsalat. Mit Reuten von verschiedenen Sorten ist es leider nichts geworden, weil ich zu Kund und Wissen tat, ich esse bloß meiner Mama ihrem Kartoffelsalat. Drum bleib ich ledig und verzicht auf meiner Mama ihre Kochkunst nicht. Nicht bloß der Ehestand ist eine Gnad. Nein, auch der Mama ihr Kartoffelsalat.
natürlich um den Kartoffelsalat rum zeigt sich noch immer, dass doch was dran ist, wenn man uns Schwaben als Nassesser bezeichnet. Also in einer kulinarischen Fachzeitschrift, ist also erst noch gar nicht lang her, hat es tatsächlich eine Abhandlung gegeben, der Schwabe als Nassesser. Und da war natürlich unsere Vorliebe für Suppe und Sesle, war da natürlich das Thema. Und das wissen wir natürlich, wenn da beim Altverein Bliningen, glaube ich, noch gar nicht lang so in Abend geht. Und das ist die ganze Belegschaft da in drei Stationen durchgekommen. Am ersten hat es Leberkäse gegeben, scheint, gell, warme Leberkäse. Und dann haben sie einen Schwung Kartoffelsalat gekriegt. Dritte Station war eine Hafensauce. Und da ist noch jeder gefragt worden, also über den Kartoffelsalat, ein Zuckersäusle drüber. Ich sage mal, schätzungsweise 80% haben gesagt, ja, los. Jetzt habe ich vorher, haben wir uns getroffen, eine Schülerin aus der ehemaligen, das war meine erste Stelle in Städten im Remstal, in Ordnisch. Eine meiner Schülerinnen sogar, bei dir kommt jetzt auch bald schon in Ruhestand. Ich kann es gar nicht fassen. Und jetzt komme auf Städte auch deswegen, ich weiß nicht, ob sie es auch weiß, zu der Zeit hat man einen Mitbürger in Städte im Remstal der Sösle geheißen. Der Sösle. Und im Dorfgespräch ist allmählich auch klar geworden, wie der zu seinem Ohrname gekommen ist. Der hat sich also eine kleine Wilddieberei zur Schulter kommen lassen. Und solche Sachen sind damals noch auf dem Rathaus vor dem sogenannten Friedensgericht verhandelt worden. Gell? Und er hat den Hase gefangen oder geschossen gehabt. Gell? Und zu seiner Entlastung in der Verhandlung hat er angegeben, es wäre ihm nicht wegen dem Fleisch gewesen, sondern wegen dem Sesel. Im Glasperlerspiel in Aschberg mit der Theatergruppe eine Serie mit unter dem Titel Mundart Deluxe, also schwäbische Parodien auf große Literatur. Und da haben wir lange nicht gewusst, beim Goethe nicht mehr kennt, gell, so eine kleine schwäbische Parodie, dass man sich nicht an so Erhabenem vergreift. Und da sind wir drauf gekommen, sah ein Knab ein Röslein stehen, da wärst vom Röslein zum Söslein. Gar nicht so weit, gell? Und ja, deswegen, aber das ist natürlich jetzt viel besser, wenn man das vom Herbert Häfele hier, sobald es an Singen geht, halt ich mich zurück. Lights.
Süßlein, kommst in Not. Süßlein, kannst's nicht leiden. Und der wilde Schwabe fraß Süßlein ohne Mitleiden. Ja, man weiß, er ist gern nass. Will sich darin, kennt er keinen Spaß. Will sich an dir weiden. Süßlein, sinnst in seinen Schlot. Süßlein, du musst scheiden. Süßlein, sinnst in seinen Schlot. Süßlein, du musst scheiden. Jetzt aufhören wir beide und lassen Sie in Pause. Gell? Ja. Ja.